In Das Schweigen der Lämmer lehrte Hannibal Lecter 1991 den Zuschauern das Fürchten. Doch dieses Bild vom Filmset beweist, dass man vor dem Menschenfresser keine Angst haben muss. Ihm reichen Pommes. Ja, Fotos vom Dreh können den Horror von so manchem Gruselfilm zerstören, wie auch diese Bilder beweisen. Hier lacht Sissy Spacek. 1976 wurde sie in Carrie mit Schweineblut übergossen. Eine extreme Szene. Doch hinter den Kulissen wurde darüber gescherzt. Auch der Weiße Hai sorgte 1975 für Furcht und Schrecken. Er erweist sich in der Realität jedoch als wenig gefährlich. 1984 sorgte Nightmare beim Kinopublikum für schlaflose Nächte. Freddy Krüger wird hier als harmloser Musikfan enttarnt. Chucky, die Mörderpuppe, machte vielen Mädchen ihr liebstes Spielzeug madig, doch sie entpuppt sich als harmlos. Reagan, die 1973 in Der Exorzist vom Teufel befallen wird, kann mit ihrem Double am Set über ihre Maske nur lachen. Norman Bates kommt auf diesem Bild überhaupt nicht psycho rüber, wie in dem gleichnamigen Film von 1960. Und Samara aus Ring von 2002 wirkt hier so langweilig, dass der Junge, der daneben sitzt, mit den Beinen schaukelt. Ja, wer diese Bilder sieht, braucht sich nun wirklich nicht mehr zu fürchten.